Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Match von NXT TakeOver. Heute haben wir das Match Hideo Itami gegen Baron Corbin. Das zweite Match, auf das ich mich persönlich sehr, sehr freue, denn Hideo Itami und Baron Corbin, beide Top-Superstars von SmackDown natürlich, und die beiden sind momentan richtig stark drauf. Das kann man nicht anders sagen, die haben einen richtig guten Lauf beide. Und ich glaube, derjenige, der hier heute Abend vielleicht einen Sieg holt, der hat vielleicht in Zukunft richtig gute Chancen, wenn es vielleicht um ein Titelmatch geht. Vielleicht gegen den World Heavyweight Champion bei SmackDown oder vielleicht gegen den United States Champion bei SmackDown. Wir können uns darauf schon mal freuen, aber jetzt heute hier erstmal das Einzelmatch. Hideo Itami gegen Baron Corbin. Wie kam es dazu? Wir hatten ein Triple Threat Match vor der Fatal 4-Way Challenge bei SmackDown. In diesem Triple Threat Match hatten wir Ryback, Baron Corbin und Hideo Itami. Ryback und Hideo Itami, die standen sich ja schon bei Money in a Bank gegenüber. Und dann kam es zu dem Triple Threat Match und am Ende gewann Ryback. Und wieso gewann er? Er zeigte seinen Finisher, den Shell Shock, gegen Hideo Itami, konnte sozusagen ja ausgleichen oder so ein bisschen seine Rache kriegen für die Niederlage bei Money in the Bank. Und warum noch? Nicht nur wegen dem Shell Shock, sondern weil Baron Corbin nicht ins Match eingriff, einfach auf den Sieg verzichtet hat. Und er sagte in der Folge: Ich will gegen Hideo Itami 1 gegen 1 antreten bei NXT TakeOver. Itami hat natürlich direkt angenommen und dann kam es noch zum Tag Team Match bei Raw. Blake und Murphy von der Legion of Bad News gegen Zack Ryder und Hideo Itami, die wurden zufallsmäßig zusammengelost. Aber was passierte, ihr habt es alle gesehen, Baron Corbin kam vor dem Match, hat Hideo Itami attackiert, der konnte so nicht am Match teilnehmen. Ja, die Geschichte kennt ihr, die dann weitergegangen ist. Hideo Itami war nicht im Match, Zack Ryder konnte nicht gewinnen gegen Blake und gegen Murphy. Und dann gab es zwei Matches, die wir gesehen haben, unter anderem von Hideo Itami gegen Seth Rollins. Da war Baron Corbin mit am Ring, Seth Rollins hat am Ende das Match gewonnen, weil sich einfach Hideo Itami am Ende zu sehr mit Baron Corbin beschäftigt hat, der außerhalb des Rings stand. Und dann hatten wir auch natürlich das Match von Zack Ryder, der ihm das natürlich gar nicht gefallen hat, dass seine Chance auf die Tag Team Championships von Baron Corbin sozusagen zunichte gemacht wurden. Erst gab es ein Einzelmatch bei LCW Superstars, das gewann Baron Corbin, und dann quasi ein Rematch angesetzt für SmackDown. Da war dann Hideo Itami am Ring bei Zack Ryder dabei, aber auch das Match ging an Baron Corbin. Also für beide momentan läuft es richtig gut. Baron Corbin momentan einfach nicht zu schlagen und deswegen wird das Match heute so interessant. Beide aktiv in den Kommentaren, so wie ich mir das wünsche. Und besser kann es eigentlich nicht sein in der LCW. Es kamen jetzt schon Fragen auf, darauf wollte ich jetzt mal eingehen, während hier das Match so langsam startet. Es kamen Fragen auf, wie es denn weitergehen wird mit WWE 17. Und zwar sieht der Plan dieses Mal so aus. Es wird bis Survivor Series. Survivor Series wird der letzte Pay-Per-View sein, den wir bei WWE 2K16 abhalten werden. Dann wird es den Übergang geben zu WWE 2K17. Also, lasst euch überraschen. Wir werden auch nicht von vorne anfangen. Wir werden ja quasi mit der Survivor Series enden und dann wird es ganz normal weitergehen. TLC, Royal Rumble, Elimination Chamber, WrestleMania und so weiter. So werden wir weitermachen bei WWE 17. Wie und was und wie und überhaupt, ich habe mir da was überlegt, keine Sorge. Das werdet ihr alles dann sehen. Das muss auch erstmal alles noch ein bisschen, ist ja auch alles lange, lange, lange hin. Also wir sind gerade mal bei NXT TakeOver, der SummerSlam kommt noch, Hell in a Cell kommt noch und dann Survivor Series als Abschluss. Und eine weitere Frage war, warum denn nicht mal Frauen, also Diven oder Women's Championess und sowas eingebaut wird. Da habe ich gesagt, an sich eine coole Idee. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte damals auch schon die Idee, dass man vielleicht so eine kleine Women's Division einbauen könnte. Nur das finde ich wahrscheinlich ist eher sinnvoll, wenn ich weibliche Zuschauer hätte. Ist meine Meinung. Ich glaube nicht, dass jemand von euch Jungs sozusagen sich dann eine Frau nimmt, zum Beispiel Paige oder so, und dann mit der sozusagen Universe-Modus spielt. Das ist halt ein bisschen schwierig. Das Einzige, was man machen könnte, wären vielleicht Frauen, die als Manager agieren von dem einen oder anderen Superstar, wie zum Beispiel Natalia bei Tyson Kidd oder zum Beispiel Maryse bei The Miz. Das könnte man machen, das wäre sehr gut möglich, aber dann müsste halt jemand diese Diven übernehmen und ob man es wirklich braucht, weiß ich nicht. Es würde ja schon reichen, wenn die zwei Superstars sich in den Kommentaren battlen und nicht unbedingt zum Beispiel die Diva dann auch sich da einklingt, das wäre ja nicht unbedingt nötig. Deswegen, keine Ahnung, an sich ist die Idee cool, habe ich mir auch schon mal überlegt, so eine Women's Division, so mit coolen Frauenmatches, die man sich auch wirklich angucken kann, die werden in der LCW werden die ja viel, viel besser als in der WWE, da muss man ja von ausgehen. Aber natürlich, ihr merkt selber, das wird auch ein paar Komplikationen, ein paar Probleme bringen. Deswegen erstmal nicht. Wir haben, glaube ich, auch genug vor uns mit der männlichen Midcard und mit der männlichen Uppercard sozusagen.
denn ich habe ja schon so Platz und Platzprobleme, euch irgendwie alle einzubauen, alle Aktiven. Deswegen jetzt noch ein paar Frauen dazu. Wäre zwar cool an sich, weil das gibt's glaube ich auch noch nicht so, dass auch Frauen so eingebunden werden in so einen Universe-Modus. Aber im Moment würde ich erstmal sagen, nee, im Moment wird das eher nicht passieren. Und das Match wird ja bestimmt noch ein bisschen dauern, deswegen gehe ich jetzt auf ein paar Kommentare ein, die geschrieben wurden. Ja, momentan Sommerferien, Sommerloch, weniger Kommentare auf jeden Fall, aber ich lese trotzdem mal ein paar vor, die wir gekriegt haben, die auch vielleicht schon was älter sind. Und zwar fangen wir einfach mal an. Wo fangen wir denn einfach mal an? Wir fangen an! Interessant für auch ein Match, was bei TakeOver stattfindet. Tyson Kidd, der hat sich zu Wort gemeldet. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon vorgelesen habe. Tyson Kidd sagt, ich verstehe dich nicht, Cesaro. Wolltest du mich nicht unterstützen? Wieso meldest du dich nicht? Wieso hast du mir nicht vorher Bescheid gesagt? Ich finde es echt schade, aber wir sind trotzdem Partner und deswegen, es ist mir egal. Natürlich ist es schade, dass du vorher nicht Bescheid gesagt hast, aber ich werde natürlich hoffen und dich dabei unterstützen, dass du mich rächst und dir den World Title von Kevin Owens holst und das wird das beste Tag Team zusammen schaffen. Kings of Wrestling. Also Tyson Kidd nimmt es Cesaro da nicht so eng, sozusagen nicht so übel, dass Cesaro nicht beim Match dabei war. Gute Einstellung von Tyson Kidd, das lobe ich mir doch mal. Dann sagt Kenta, also quasi hier zu diesem Match hat er gesagt, Baron, you may have won the battle, but you have not won the war. Und das ist sozusagen hier der erste, wie soll ich sagen, der Austragungsort, wo hier wirklich dann Hideo Itami gegen Kenta das auch Hideo Itami gegen Baron Corbin das auch beweisen kann. Dann hat, was hatte ich als nächstes hier auf dem Plan? Hier, ganz klar, Enzo Amore hat geschrieben, New Day, wir haben euch klar besiegt, Edge und Christian, habt Angst und Respekt vor uns, denn wir werden die ersten LCW Tag Team Champions und you can't teach that. And there's only one word to describe you and I'm gonna spell it out for you. S-A-W-F-T. Das kam von Enzo Amore und Bad News Barrett, der hat sich mehrfach zu Wort gemeldet, sagte unter anderem, Enzo Amore und Big Cass, seid wachsam, man weiß nie, wann man eine schlechte Nachricht erwarten kann. Also auch ein klares Zeichen von Bad News Barrett, der spricht da wahrscheinlich auch ein bisschen für Blake und Murphy, dass die Legion of Bad News auch ein bisschen, sage ich mal, die Tag Team Division ins Auge fasst in nächster Zeit. Neville hat sich gemeldet, Neville hat gesagt, meine LCW-Karriere ist ein Witz, ich will einen Neuanfang bei Raw. Und dann hat Kevin Owens sich darauf gemeldet und gesagt, ein Mann mit Verstand, der von selbst merkt, dass er bei einem Großen nichts reißt. Geh lieber nicht zu Raw und werde stattdessen Prediger, damit du deinen anderen, nee, damit die anderen Missgestalten das auch einsehen. Also Kevin Owens mal wieder, wie wir ihn kennen. Jack Swagger, der hat sich zurückgemeldet und hat geschrieben, ich bin zurück und stärker denn je. Der All-American-American Jack Swagger. Nun warte ich noch auf meine Einsetzung. Ich will ein Match, egal gegen wen, mir ist es egal. Ich mach sie alle fertig. Hashtag Jack Swagger. Und dann kam Ryback, was ja auch noch interessant ist für NXT TakeOver. Und Ryback hat gesagt, ich habe es seit Wochen angekündigt und Woche für Woche gezeigt, dass ich es verdiene, diesen Titel zu gewinnen. Ich habe mich nach 3 Matches durchsetzen können und bekomme jetzt meine Chance, das Gold zu holen. Seth, wir sehen uns bei TakeOver. Feed me more. Und dann gestern nach dem Video von Baron Corbin. Ach, warum komme ich denn immer auf Baron Corbin? Bad News Barrett natürlich. Bad News Barrett, der seinen Titel ja verteidigt hat. Can I have some decorum, please? I'm afraid I've got some bad news. Tyler Breeze, du hast wie ein Champion gekämpft, doch zum Stand... Was? Doch dann stand so der Erfüllung deines Traumes ein Mann im Weg und dieser Mann ist euer Intercontinental Champion, Bad News Barrett. Dieser Bullhammer an dich, Tyler, soll eine Warnung an das ganze Roster sein. Überlegt euch zweimal, wen ihr herausfordern wollt. Boom! Bad News Barrett. Wunderbar. Wirklich wunderbar. Und dann gab es zu dem Match auch noch gehörend eine kleine Nachricht von The Miz. Denn er kam mit den Worten, Glückwunsch an Tyler. Nach so einem Match bin ich immer froh, dass ich noch eine zweite Karriere habe und diese nun leider einen Monat lange Pause vom Wrestling verlangt, weil ich nämlich für Dreharbeiten gebraucht werde. Came to play A-Lister. PS. Das war die Frage. Das muss ich nicht vorlesen. Also, ein paar schöne Kommentare von euch wieder dabei. Und jetzt mal Augen in den Ring. Da kommt Hideo Itami mit einem Double Foot Stomp vom obersten Seil. Jetzt schickt da Baron Corbin in die Ringecke. Klar, Hideo Itami, der will jetzt auch ein bisschen was beweisen, ganz klar. Der hat bei Money in the Bank noch gewonnen, wie erwähnt, gegen Ryback. Aber dann, das Triple Threat Match war eher der gecoverte. Von Ryback dann in dem Fall, Baron Corbin hat nur zugesehen. Und dann die große Chance im Tag-Team-Turnier, die wurde von Baron Corbin zunichte gemacht.
Er musste mit ansehen, wie Zack Ryder zweimal verloren hat. Einmal mit Hilfe von ihm und einmal ohne. Da kommt er angeflogen vom Top Rope. Sehr, sehr geil, wie Hideo Itami da vom obersten Seil angeflogen kommt auf Baron Corbin. Also der will hier wirklich was beweisen. Schöner Dropkick gegen den liegenden Baron Corbin. In der Ringecke. Oh, da sackt sogar Baron Corbin in sich zusammen. Und Hideo Itami macht einfach weiter. So Aktionen, die man gar nicht von ihm kennt, aber der weiß einfach gegen Baron Corbin, so gut wie der im Moment ist, da muss er wirklich alles aus seiner Kiste rausholen. Na, fast das Cover. Ah, Baron Corbin, der muss jetzt mal zurück ins Match kommen. Wie gesagt, ich bin hier in dem Match richtig unparteiisch. Also ich finde, beide hätten es verdient. Hideo Itami, klar, für den lief es momentan im letzten Zeitraum nicht so gut, wie gesagt, durch Baron Corbin unter anderem. Aber dann natürlich auf der anderen Seite Baron Corbin, für den läuft es momentan richtig gut. Und ein Sieg hier würde sozusagen seine Siegesserie einfach nur noch fortsetzen. Und jetzt packt er sich Hideo Itami. Und die Aktion kennen wir. Die hat auch gegen Zack Ryder gezeigt. Dieser Power Slam. Erst Ansatz zum Suplex und dann quasi in den Power Slam gegen Hideo Itami. Und da können wir eigentlich schon fast mitzählen. 1, 2. Und nein, da kommt Hideo Itami nochmal im letzten Moment raus. Bei 2,5. Aber Baron Corbin, der ist jetzt richtig gewillt. Der bleibt dran. Schleudert da erstmal Hideo Itami aus dem Ring raus. Und außerhalb des Rings natürlich, da kann viel passieren. Große Verletzungen. Der Referee zählt natürlich, weil wir ein ganz normales Match haben mit Regeln. Und Baron Corbin, was hat der denn vor? Der kommt mit dem Spear! Mit dem Spear durch die Ringabsperrung, die außen herum das Publikum vom Ringgeschehen trennt. This is awesome, da hat das Publikum recht. Was eine Aktion von Baron Corbin. Und wir haben hier, wie viele sagten, doch nur ein Match, wo es doch eigentlich um nichts geht. Und jetzt schleudert er da Hideo Itami noch in die Trümmerteile sozusagen rein. Oh, und das wird jetzt spannend. 7, wir sind bei 7 und Baron Corbin ist im Ring, Hideo Itami liegt außerhalb. Und das sieht doch schwer nach einem Count-Out-Sieg für Baron Corbin aus. Der feiert sich schon. Wir sind bei 8. Hideo Itami muss sich jetzt beeilen. Jawohl, ist zurück im Ring. Also das war ja eine mega starke Aktion von Baron Corbin. Der Spear durch die Ringabsperrung, die wir da unten links haben. Das hat richtig wehgetan. Also jetzt natürlich der klare Vorteil auf Seiten von Baron Corbin. Da packt sich jetzt Hideo Itami mit dem Headlock. Sieht ganz schlecht aus jetzt für Hideo Itami, weil der weiß natürlich gar nicht, wie er da rauskommen soll. Packt sich den Schädel von Baron Corbin. Schöner Facecrusher. Genau richtig reagiert von Hideo Itami, von Kenta. Aber klar, der hat jetzt ordentlich eingesteckt. Da gibt es den Clothesline in den Rücken von Itami. Der sieht quasi gar nicht, was ihn da trifft. Ja, und Baron Corbin, der hat jetzt genug. Legt sich Hideo Itami parat und da gibt es diesen Schlag mit der rechten. Oh, 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 oh. Das sieht jetzt wirklich gar nicht mehr gut aus für Hideo Itami. Baron Corbin hat jetzt die Kontrolle über dieses Match. Klar, nach dem Spear ist das nicht voll wunderlich. Das ist ganz klar. Und er macht weiter, er macht immer weiter. Lässt jetzt hier auch nicht von Hideo Itami ab. Und jetzt soll es wieder diesen krassen Power Slam geben und der geht ins Ziel. Und jetzt glaube ich nicht mal an Hideo Itami. Nach dem Spear und dieser Aktion. 1, 2, 3. Nein! Hideo Itami! Hideo Itami kommt raus und guckt euch mal Baron Corbin an. Der kann es gar nicht fassen. Er denkt sich, wie kam der denn da jetzt raus? Wie kam der da raus? Aber jetzt hat er genug. End of Days von Baron Corbin hinterher. 1, 2, 3. Tatsache. Das ist der Sieg für Baron Corbin. Dieser Mann ist im Moment einfach nicht zu stoppen. Am Ende Power Slam, wo ich dachte, das war's doch. Und dann gab es noch den End of Days sozusagen als Kirsche obendrauf für Hideo Itami. Hier nochmal ein paar Aktionen. Hier packt er sich Hideo Itami, schleudert ihn einfach über sich hinüber mit einem Belly-to-Belly-Throw. Also wirklich eine super Aktion. Da hätte man schon denken können, da ist die Luft raus aus Hideo Itami. Aber der kam immer wieder raus. Der kam auch am Ende noch raus. Aber dann halt der End of Days. Hier nochmal ein paar Aktionen aus dem Match. Wirklich ein gutes Match war das. Hier ein German Suplex von Hideo Itami gegen Baron Corbin. Denkt man auch nicht unbedingt dran, dass der so eine Aktion zeigt.
Und hier, End of Days, die letzte Aktion dieses Matches. Das war's für Hideo Itami. 1, 2 und 3. Baron Corbin setzt seine Siegesserie fort. Ich bin gespannt, was jetzt als nächstes folgt von Baron Corbin. Er wird bestimmt in den Kommentaren sich melden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Match. Wir sehen uns übermorgen im nächsten Match. Edge und Christian gegen Enzo Amore und Colin Cassidy. Wir sehen uns bis dahin. Hell yeah!